I've been rapping for about 17 years, okay? I don't write my stuff anymore. I just kick it from my head, you know what I'm saying? I can do that. No disrespect, but that's how I am. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Jetzt kommen wir erstmal zum Gameplay, und zwar ist das mein erstes Nuked Out mit der PDW Schalldämpfer. Den zweiten Aufsatz weiß ich jetzt leider nicht. Genauso wenig wie die Perks, aber ich denke mal, das werden die gleichen sein, die ich immer in Free for All benutze. Und zwar ist das Ghost, Hardliner, Toughness, Scavenger und die Taktikmaske. Das Ganze habe ich hier auf Standoff erspielt. Das ist eigentlich ein recht altes Gameplay, das war kurz nach meinem Reset, glaube ich. Und ja, in dem Game hatte ich auch wirklich ziemlich viel Glück. Ich werde ein bisschen versuchen, euch auf ein paar Szenen aufmerksam zu machen, wenn ich sie früh genug erkenne. Und ja, soweit zum Gameplay. Mein Thema heute, ja, oder Thema, das, ich wollte euch eigentlich nur mal informieren, warum jetzt so lange kein Video mehr kam. Das lag daran, nicht daran, dass ich keinen Bock hatte, sondern weil ich einfach meinen Computer platt machen musste. Das heißt, Festplatte formatieren, Windows neu installieren und halt den ganzen Scheiß. Und hier kommt jetzt erstmal eine Szene, wo ich, naja, wirklich meinen absoluten Skill ausgepackt habe. Ja, hier schön den Double Spray durchgezogen. Und hier gleich die nächste Szene. Schaut jetzt mal links an den Rand. Hat man kurz die Snipe von dem Kerl gesehen. Quickscope zweimal vorbei. Ich drehe mich um und turn ihn on. Ja, hatte ich auf jeden Fall richtig Glück. Wenn er zum Beispiel mit einem MG hinter mir gestanden wäre, wäre ich auf jeden Fall draufgegangen. Aber um zurückzukommen, ja, PC platt gemacht. Und dann natürlich erstmal meine ganzen legal erworbenen Programme wie Sony Vegas und Fraps neu runterladen. Dann kommen auch noch die ganzen Spiele dazu. Den ganzen Scheiß, ich weiß nicht, ja, Black Ops konnte ich noch per CD installieren. Meine ganzen anderen Spiele habe ich übers Internet gekauft, das heißt, circa 20 Spiele neu downloaden. Er hat auf jeden Fall viel Zeit in Anspruch genommen, aber jetzt läuft wieder alles so, wie es sein soll. Ja, eigentlich habe ich auch gedacht, dass hier iMad und der Fuck ihr Video bringen in der Zeit, wo ich jetzt hier verhindert war. Haben sie leider nicht. Ich weiß es nicht, ich denke eher, die waren einfach zu faul. Also ein Video werden sie auf jeden Fall noch bringen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie da ein Duel machen wollen. Oder ja, jeder einzeln, aber auf jeden Fall kommen noch Videos oder ein Video von den zwei. Und ja, ich habe mir auch eine kleine Serie für euch ausgedacht. Auf die bin ich gekommen, weil ich eigentlich ständig von meiner ganzen Steam-Freundschaftsliste gefragt werde, wie ich die MSMC, wie ich die Vector oder was für eine Waffe auch immer, mit welchen Aufsätzen oder mit welchen Access ich die spiele. Und darum habe ich mir überlegt, so ein kleines Klassenguide zu machen. Das heißt einfach, ja, hier kommt gerade eine schöne Szene. Ich habe verkackt und er bekommt mich einfach trotzdem nicht. Ja, um zurückzukommen, das heißt einfach, keine Ahnung, alle zwei Tage die Upload-Zeiten habe ich noch nicht geplant. Sagen wir mal, alle zwei Tage kommt ein Klassenguide, wo ich dann zum Beispiel die Chick-Com vorstelle, mit welchen Aufsätzen ich die spiele und mit welchen Extras und warum ich genau die Extras hernehme und so weiter. Also das, denke ich mal, wird einige von euch interessieren. Dann werde ich auch den PC-Spielern unter euch noch ein paar Tipps geben zu den Grafik- und zu den Soundeinstellungen, die auf jeden Fall sehr hilfreich sind. Ja, also auf jeden Fall erwartet euch gut was. Und ja, das Gameplay geht jetzt auch bald zu Ende. Hier war, glaube ich, schon die Brutal Medal. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Wenn nicht, dann bitte nicht einfach nur disliken, sondern gebt mir auch ein bisschen Feedback, damit ich weiß, was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Und damit bis zum nächsten Mal. Servus.